Hallo, mein Name ist Frank Einkirchen von Du hast die Macht und ich bin hier, weil ich auf Abgeordnetenwatch eine Frage gestellt habe. Wo bin ich? Ich bin vom Bürgerbüro von Sven Schulz in Berlin-Spandau und werde gleich ein Interview mit ihm haben, denn er möchte, dass wir, das Volk, uns von den Politikern gut vertreten fühlen. Und dieses Gespräch möchte ich sehr gerne wahrnehmen mit euch zusammen, also gehen wir ran. Also die ursprüngliche Frage war ja, ob es ein Problem darstellt, wenn gewählte Abgeordnete im Bundestag, Mitglieder des Bundestags, bei Abstimmungen oft von ihrer Meinung her dem folgen, was die Parteispitze vorgibt. Ob das nicht unehrlich ist den Wählern gegenüber, wenn man letzten Endes so wählt, wie die Parteispitze das sagt. Wie oft passiert es denn eigentlich, dass man so abstimmt, wie die Parteispitze das sagt? Also ganz grundsätzlich ist es so, dass ich ja nicht irgendwelche Direktiven von der Parteispitze dann annehme und sage so, oh ja gut, die haben mir das jetzt vorgeschrieben und dann mache ich das mal so. Sondern wir diskutieren unser Abstimmungsverhalten als SPD-Bundestagsfraktion. Und es ist natürlich so, dass in den meisten Fällen wir auch eine gemeinsame Haltung erarbeiten, sodass das also nicht so ist, dass ich irgendwie gezwungen werde. Passiert denn irgendwas, wenn man zu oft gegen das stimmt, was man in der Partei abgesprochen hat? Nee, da passiert überhaupt nichts. Also ist natürlich, wenn ich jetzt ständig anders abstimmen würde als meine Partei, als die SPD, dann müsste ich mich irgendwann fragen, ob ich in der richtigen Partei bin. Aber es passiert ja auch manchmal, dass Parteien, wie jetzt zum Beispiel letztens die Atomfrage und die CDU, das passiert ja manchmal, dass eine Partei plötzlich umschwenkt in ihrer Meinung. Und das wäre auch unglaubwürdig, dass dann plötzlich alle Mitglieder der Partei sagen, ja stimmt, dann bin ich jetzt auch anderer Meinung. Und ist das schon mal passiert bei Ihnen? Also kennen Sie das? Haben Sie da einen Erfahrungswert? Jede Partei ändert auch mal ihre Position. Ich persönlich auch. Zum Beispiel Auslandseinsätze der Bundeswehr ist immer ein ganz schwieriges Thema. Und ich habe am Anfang auch Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Afghanistan zugestimmt. Mhm. Und ich bin dann im Laufe der Zeit immer mehr ins Zweifeln gekommen und habe dann irgendwann angefangen, mich zu enthalten oder sogar dagegen zu stimmen. Das hatte jetzt mit Parteilinien nichts zu tun, sondern es war ein Prozess, den ich persönlich gemacht habe. Ich war dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr überzeugt und ich habe meine Meinung geändert. Also Sie haben gerade von Afghanistan gesprochen und ich glaube, das war auch so ein Fall. Bei manchen Abstimmungen im Bundestag ist es ja so, dass die Parteispitze kommt und sagt, diese Abstimmung ist jetzt freigegeben. Das heißt, dass jeder jetzt so wählen kann, wie er möchte. Aber wenn alle wirklich sowieso immer wählen können, wie sie wollen, warum ist das dann überhaupt notwendig, dass irgendwelche Wahlen, wie zum Beispiel bei den Stammzellen, dass sie freigegeben werden müssen? Man versucht immer eine gemeinsame Position zu erarbeiten, eine Parteilinie, damit auch jeder Bürger nachvollziehen kann, okay, die SPD steht dafür, die Grünen dafür und die FDP für wieder was anderes. Weil wir ja gemeinsam agieren müssen, sonst kriegen wir gar nichts durchgesetzt. So. Es gibt aber Fälle, wo man selber sagen kann, Mensch, also da bin ich total anderer Auffassung, das geht gar nicht, da stimme ich anders ab, als meine Fraktion das will. Und deswegen ist so eine Frage schon von vornherein so gestellt, dass alle Parteiführungen sagen, ja gut, da gibt's keinen CDU, FDP, SPD, sondern da geht es nur um die persönliche Überzeugung. Aber im Bundestag ist es oft so, wenn ich so Bilder sehe im Fernsehen, dann ist der Bundestag gar nicht voll, sondern sitzen da teilweise nur so kleinere Gruppen von den Parteien, dass viele von den Leuten, die gewählt wurden, gar nicht dort sitzen. Und die werden dann quasi gar nicht vertreten. Also da hat sich auch keiner dann, das sieht dann so aus, als hätte sich auch gar keiner darum gekümmert, dass Leute aus verschiedenen Wahlkreisen vertreten würden. Also wie kommt es, wie kann ein Bundestag, der nicht voll ist, ein gerechtes, repräsentatives Urteil treffen? Wir haben im Deutschen Bundestag uns auch arbeitsteilig organisiert, das heißt, wir bilden Ausschüsse für die jeweiligen Themenbereiche. Da sitzen Abgeordnete stellvertretend für das gesamte Parlament und damit auch stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger. Aus allen Parteien sitzen die da und diskutieren die jeweiligen Themen fachlich im Einzelnen konkret durch. Es gibt natürlich Themen, die sind von so großer Bedeutung, von so übergreifender Bedeutung, wo dann wiederum sich alle engagieren und auch alle dann auch dabei sind. Also wie zum Beispiel Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das ist so eine Frage, da kann man sich sozusagen nicht drücken. Da kann man sich nicht wegdrücken. Da muss man einfach eine Position haben als jeder einzelne Abgeordnete. Aber als Abgeordneter sollte ich mich doch eigentlich vor keinem Thema drücken dürfen. Ja, aber
Aber ich kann nicht, ich weiß nicht, wie soll ich versuchen, das begreiflich zu machen. In jeder Sitzungswoche, wir haben in jeder Sitzungswoche mindestens, weiß nicht, 50, 60 verschiedene Tagesordnungspunkte. Wir haben vor dem Eingang zum Sitzungssaal, da müssten wir jetzt eigentlich mal hingehen, vor dem Eingang zum Sitzungssaal im Deutschen Bundestag haben wir eine Reihe von, ich glaube, es sind so 20 Meter Tische, wo die einzelnen Dokumente gestapelt liegen, in zwei Reihen gestapelt liegen zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten. Zu einer Sitzungswoche. Es kann kein Mensch, also rein physisch, noch nicht mal theoretisch, es kann kein Mensch alles gelesen haben. Aber es gibt so viele Themen, Spezialthemen im Steuergesetz, im Umweltrecht, wo ich sage, komm, das schaffe ich jetzt nicht. Das machen die Kolleginnen und Kollegen, da vertraue ich drauf. Okay. Ja gut, das wären dann meine Fragen gewesen. Dankeschön, die Antwort hat mir auch gefallen. dann auf bald. Schönen Dank. Gerne. So, das war mein Interview mit Bundestagsmitglied Sven Schulz von der SPD. Was nehmen wir mit? Punkt 1. In dem Bundestag entscheiden Experten über unsere Anliegen und treffen genauestens überdachte Entscheidungen. Sehr gut. Zweitens, wählen gehen sollte jeder, auch wenn nichts von Politik versteht, denn jede Stimme zählt. Und drittens, Politiker sind gar nicht so böse, wie alle immer sagen. Das ist mein Fazit für heute und auch mein Schlusswort. Ich verabschiede mich. Bis dann.